Wir gehen jetzt in die Diskussion mit dieser dann doch sehr emotionalen, wuchtigen Vorlage. Vielen Dank dafür. Ich freue mich jetzt sehr auf die Diskussion und darf hier aufs Panel bitten Herrn Professor Markus Hilgert, Herrn Professor Patzinger, Frau Völkers und Herr Zimmermann. So. Jeder kriegt ein Mikrofon, bitte schön. Es liegen auch Zettel, genau. Patzinger, Frau Völkers, Wolda. So. Damit Sie wissen, sehr geehrte Damen und Herren, was Sie jetzt erwartet zu fortgeschrittener Zeit. Wir gehen jetzt 45 Minuten, 50 Minuten, Herr Zimmermann, in die Diskussion, werden aufgreifen die Keynotes, Herr Bruster freut sich schon, wie ich sehe, werden aufgreifen die beiden Keynotes, werden auch noch mal sprechen über den Status quo, wo stehen wir nach 2 Jahrzehnten Bundeskulturpolitik und wo soll es denn hingehen? Wir werden diesen Impuls aufgreifen. Wie kann es gehen? Wie kann eine Kooperation besser funktionieren? Darf ich noch mal, Herr Zimmermann hat sich selbst vorgestellt, Herr Professor Patzinger muss kaum vorgestellt werden, er ist Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Frau Hortensia Völkers ist seit mehr als 2 Jahrzehnten künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes und Herr Professor Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Herzlich willkommen nochmal und ich möchte das Wort zunächst an Herrn Zimmermann geben, der, ich habe gesehen, viele haben sich Notizen gemacht bei der Rede von Herrn Bruster. Was war für Sie, auf Ihr Bundeskulturministerium kommen wir zu späterer Runde, das habe ich mir auch notiert, auch die scharfe Vorlage, was war für Sie der zentrale Punkt dessen, was da passieren wird, offensichtlich, was die Kulturminister sich vorgenommen haben? Ich glaube, das Zentrale ist einfach, dass die Länder jetzt zusammen agieren wollen, zusammen Kulturpolitik machen wollen. Das hört sich vielleicht so ein bisschen, naja, an, aber das haben sie bisher nicht gemacht. Also das heißt, bisher haben die Länder keine gemeinsame Kulturpolitik gemacht. Sie haben eine gemeinsame Bildungspolitik in der KMK, also in der Kultusministerkonferenz gemacht, aber es gab keinerlei Absprachen, gemeinsame Kulturpolitik zu machen. Und das hat ja, glaube ich, auch zu dieser Schwäche geführt, die manche Länder bedauern, die manche Länder dann auch ein bisschen hippelig machen, wenn Sie sie sehen, aber das ist, glaube ich, nicht die Verantwortung des Bundes gewesen, sondern es ist die eigene Verantwortung der Länder gewesen, dass sie diese Aufgabe einfach nicht wahrgenommen haben. Und ich finde es super, dass sie das jetzt machen. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, wenn es diese Absprachen gibt, weil die Themen, die ja auch Carsten Bosser eben alle genannt hat, und viele von denen sind ja auch deckungsgleich mit denen, die Herr Wienands genannt hat. Also das zeigt ja noch einmal, dass es da, glaube ich, auch wirklich etwas Gemeinsames gibt, dass das wirklich sinnvoll ist, es gemeinsam zu machen. Was mir ein bisschen gefehlt hat bei Carsten Bosster, aber auch bei Herrn Wienands, ist Zivilgesellschaft findet da also nur ganz wenig statt. Also der Staat denkt immer, er könnte das alles alleine machen. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Das geht nur, wenn man also da eine gewisse stärkere Offenheit hat. Aber trotzdem unter dem Strich eine sehr positive Entwicklung. Herr Professor Hilgert, wie hören Sie diese Rede und auch das, was Herr Zimmermann gerade gesagt hat, geht es jetzt erst für die Länder so richtig los? Könnte 2019, schreiben wir jetzt, eine Zäsur sein? Ist das jetzt eine richtige Aufbruchstimmung oder haben Sie auch kritische Anmerkungen? Ja, es ist beides. Also es geht sicher nicht jetzt erst los für die Länder, denn die Länder tun das seit Ende des Zweiten Weltkriegs und sie tun es sehr erfolgreich. Und die Gründung der Kulturstiftung der Länder ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich konsensual für eine Plattform entschieden hat, die dann eben auch gemeinsame Interessen wahrnimmt. Aber natürlich ist es schon so, dass das eine Zäsur ist, was wir gerade erleben. Und eine, die, glaube ich, mehr ist als nur Ausdruck des Willens, gemeinsam Kulturpolitik machen zu wollen. Ich glaube, es geht wirklich darum zu erkennen, dass, Herr Bruster hat das gesagt, die gesellschaftliche Bedeutung von Kultur sich verändert hat, dass Kultur eben auch in Politikfeldern jenseits der Kulturpolitik als wichtiger Akteur und auch als Ingredientium wahrgenommen wird. Und wenn man das ernst nimmt, wenn man also die Kultur wirklich braucht, um
sozialen Zusammenhalt, nachhaltige Entwicklung zu fördern, dann muss man die Strukturen stärken und dann muss man auch die Abstimmungsräume schaffen. Und insofern glaube ich schon, dass das eine Zäsur ist. Frau Völkers, wie hören Sie das als Kulturstiftung des Bundes? Erfreut Sie das, wenn eine weitere Struktur geschaffen wird, wo man ja auch mal sagen muss, vielleicht wird ja bereits schon ausreichend gesprochen. Ich habe allerdings auch gehört, Sie wollen nicht in erster Linie nur die Debatte, sondern wollen auch die Aktion. Freut Sie diese neue Struktur der Kulturministerkonferenz oder sagen Sie, hätten wir auch fast darauf verzichten können? Nein, die freut mich sehr, weil es, wenn es um die Wertschätzung geht von Kultur und die Wichtigkeit, und das war ja bei der großen KMK nicht immer gegeben, und insofern finde ich das großartig, wenn es da eine neue Struktur gibt, die schneller, geschlossener und besser handeln kann. Und wir haben jetzt, ich kann mich da nicht so erregen oder polarisieren in dieser ganzen Thematik, weil wir sind da als Kulturstiftung des Bundes einen ziemlich mühsamen und langen Weg gegangen, der Gott sei Dank jetzt hinter uns liegt. Und bei Gründung im Jahr 2002 war die Kulturstiftung des Bundes von den Ländern nicht gewollt. Sie sollte verhindert werden, um es ganz genau zu sagen, außer in den neuen Bundesländern. Die freuten sich um jede Möglichkeit der Finanzierung und der Zusammenarbeit, aber in den alten Bundesländern, ganz wurscht, welche Partei da gerade regierte, war die Kulturstiftung des Bundes Bad News, muss man einfach so sagen. Und das war für mich, ja, das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, was los ist. Wir haben doch, wollen tolle Sachen machen. Und der Besuch bei der Kultusministerkonferenz hat erst 2 Jahre gebraucht, bis wir eingeladen wurden. Und da musste man auf Knien dahin kommen. Das ist heute anders. Also was war so der entscheidende Wendepunkt? Da geht es ja auch um Wertschätzung, die Sie jetzt sehr zäh sich auch erkämpft haben. Aber haben Sie im Kopf irgendwie einen Wendepunkt, der Ihnen einfällt? Ja, die Praxis. Also wenn wir ein Programm wie Tanzplan oder jedem Kind ein Instrument, da gebe ich ihm das Beispiel, sind wir auf das Land zugegangen, in dem Fall NRW, machen wir was zusammen, wir geben 10 Millionen, ihr auch, und das Programm geht weiter. Inzwischen hat das Land NRW, ich glaube, an die 55 Millionen in dieses Programm reingetan, wir sind schon längst raus. Das hat das Thema der kulturellen Bildung ein bisschen gestärkt, nur ein bisschen, wir sind auch nur einer von vielen. Und so hat es ein Programm nach dem anderen gegeben, die einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir gehen unter dem Radar. Ich glaube, es würde sehr viel schwieriger sein für die BKM oder für den BKM, diese Art Programme zu machen, weil dann ist gleich Protest, oh, die übernehmen wieder von Seiten des Bundes, auch wenn es wenig Geld ist, sondern wir sind da beweglicher unterhalb des Radars und können diese Themen anfangen, in Gange bringen, vielleicht diesen Themen ein bisschen mehr überregionale Bedeutung geben und es dann so ein bisschen auf die Agenda des Bundes setzen. Und das ist immer so ein Vorarbeiter. Also für ein die sehr obere sensibles Ebene. Feld, wo man vielleicht bisweilen auch sehr geschickt taktieren muss. Und ich würde an der Stelle gerne Herrn Professor Patzinger fragen, inwieweit bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Zusammenarbeit von Bund und Ländern eigentlich als beispielhaft ist, wie gut es funktioniert oder eben auch noch hakt nach wie vor. Also bei uns ist die Zusammenarbeit von Bund und Ländern ja praktisch in unserer DNA festgeschrieben. Als die Stiftung 1957 gegründet wurde, wurde es ganz bewusst als Bund-Länder-Einrichtung gegründet. Am Anfang waren nicht alle westdeutschen Länder dabei, es hat sich sukzessive entwickelt. Und dann war natürlich ein ganz entscheidender Schritt die Wiedervereinigung mit dem Beitritt auch in die Finanzierung der Stiftung der ostdeutschen Länder, der neuen Länder. Und ich kann nur sagen, dass es bei uns ein sehr, sehr gutes Zusammenwirken ist. Natürlich, wir haben ein kompliziertes Finanzierungsabkommen. Das ist nicht Königsteiner Schlüssel, sondern das ist eigenes SPK-Finanzierungsabkommen. Das wurde 1996 zum letzten Mal ausverhandelt. Und alle, weil es kommt natürlich immer so, wenn es um Finanzen geht, die Frage, wie sieht es denn mit den Ländern aus? Also Berlin und Bund müssen immer für die Zuwächse gerade stehen, 75-25%. Das ist mehr eine rhetorische Frage. Keiner möchte dieses Finanzierungsabkommen aufmachen und natürlich der Bund zusammen mit Berlin fördert das meiste, aber trotzdem soll man die Mitwirkung nicht unterschätzen. NRW hat einen beträchtlichen Anteil auch, aber ansonsten eben alle 16 Länder. Und ich denke, jenseits der Finanzierung ist es einfach das Mittragen von dessen, was die Stiftung gestaltet hier. Es ist das Mitdiskutieren und Mitentscheiden von Themen. Herr Broster hat koloniale Vergangenheit, beschäftigt uns natürlich inzwischen jetzt ganz, ganz essentiell. Und ich sehe schon immer wieder, dass in den Stiftungsratssitzungen eben
werden diese Dinge auch debattiert wird zwischen Bund und Ländern. Und für uns als Museen ist doch ganz, ganz entscheidend oder als Kultureinrichtung ganz allgemein, dass es einen Konsens gibt zwischen den Trägern, den politischen Trägern der verschiedenen Einrichtungen, Bund, Länder und Kommunen, in der Hinsicht, dass Richtlinien erarbeitet werden, die uns gewisse Vorgaben geben, wie sollen wir mit bestimmten Themen umgehen, wobei es natürlich zu diesem Prozess dazugehört, dass unsere Sichtweisen auch gehört werden. Das nur zum Stichwort Zivilgesellschaft, ne? Weil Herr Broster sagte und so, ist ja ganz recht, der Deutsche Museumsbund und Leitfaden ist ja wunderbar, aber wir legen fest und so weiter. Nein, ich glaube, was uns stark macht, so haben Sie es auch nicht gemeint, klar, aber was uns stark macht, und das habe ich in der ganzen Diskussion die letzten Wochen und Monate eben auch gemerkt, dass man einander zuhört und wir müssen gemeinsam eine gute Lösung finden, da bin ich ganz optimistisch. Mhm. Und für die größte Kultureinrichtung wie die SPK ist das essentiell. Und wir führen die Diskussion eben schon intern in unserem Stiftungsrat, wo alle 16 Länder eben mit dabei sind. Herr Professor Patzinger, lassen Sie mich das aufgreifen, gleichzeitig vielleicht den Schritt weitergehen mit Herrn Zimmermann. Wenn wir jetzt feststellen können, es tut sich was, angestoßen vielleicht auch von neuen Strukturen, es tut sich was, weil vielleicht alte Rivalitäten auch besprochen sind. Man weiß mittlerweile, Bund und Länder müssen ohnehin irgendwie miteinander. Herr Zimmermann, wenn wir jetzt sehen, die nächsten großen Themen wurden ja von Herrn Wienertz auch bereits angesprochen. Welche drei zentralen sehen Sie dort? Welche drei zentralen Themen, die da vor uns liegen? Und wie können Bund und Länder da erstmal besser darüber debattieren und dann auch handeln? Können Sie das filtrieren? Also es gibt da eine große Übereinstimmung. Also das, was eben auch beide eben in ihren Keynotes gesagt haben. Ich glaube, dass eines der wirklich zentralen Themen die Digitalisierung ist, nicht wahr? Wo wir im Kulturbereich wirklich vor einer großen Herausforderung stehen, weil es geht einfach nicht nur um die Frage, ob wir irgendwie Digitalisierung benutzen, sondern wir sind selbst Teil. Also das heißt, wir sind selbst Teil, also auch in unseren Strukturen. Das wird uns fundamental verändern. Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein. Die Integration, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle. Da versuchen wir einiges ja auch gemeinsam auf die Beine zu stellen. Die entscheidende Frage wird sein, wie wir es schaffen, dieses Land zusammenwachsen zu lassen und nicht weiter auseinander dividieren zu lassen. Dafür brauchen wir Integration. Also Integration bedeutet nicht nur für, wie wir Geflüchtete quasi in unser Land integrieren, sondern wie wir es hinbekommen, dass wir alle gemeinsam in diesem Land zusammen leben können. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dann haben wir das Thema Kolonialismus, Sie haben es eben auch, Herr Patzinger, genannt, ist im Moment ein ganz aktuelles Thema, was jetzt natürlich durch die Eröffnung des Humboldt-Forums auch nochmal so eine, ich sag mal, zeitliche Aktualität bekommen. Wir müssen bis zur Eröffnung einen vernünftigen Weg vorlegen. Ich glaube, wir können das Humboldt-Forum nicht eröffnen und sagen, da machen wir uns in den nächsten Jahren dann mal Gedanken, wie das damit weiterlaufen soll. Und der ganz wichtige Bereich, der auch von beiden Rednern genannt worden ist, das ist der ländliche Raum. Also das hängt, wenn man so will, das ist auch, hat auch was mit Integration zu tun. Ja? Das hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Also das wären, glaube ich, die vier Punkte, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen. Und da haben wir so viel zu tun, dass wir eigentlich keine Zeit für große Streitereien haben. Die werden wir aber trotzdem bekommen. Dann lassen Sie mich doch den einen Punkt, den Elefanten hier im Raum des Humboldt-Saales aufgreifen. Möglicherweise das Humboldt-Forum, Herr Professor Patzinger, wenige Meter von hier entfernt. Meines Wissens nach im November 2019 soll die Eröffnung, die erste Voreröffnung stattfinden. Wie weit sind Sie in diesem Bereich und wie können Sie, das ist ja nicht viel Zeit, in den nächsten 10 Monaten diese Hindernisse denn in einem guten Dialog und mit viel Tat ausräumen? Das sind jetzt verschiedene Aspekte in einer Frage zusammengefasst. Zunächst mal zum Bau. Ist in der Tat so, wir arbeiten vorzüglich mit dem Generalintendanten Hartmut Dörgerloh zusammen und den anderen Partnern, die Humboldt-Universität, das Stadtmuseum Berlin. Wir sind ja viele Partner. Das Humboldt-Forum ist ja so eine Art Plattform, eine Plattforminstitution, die verschiedene Partner zusammenführt und gemeinsam neue Inhalte entwickelt. Wir werden in Etappen das Humboldt-Forum eröffnen, ab November 2019. Dabei wird es bleiben. Also dem steht nichts entgegen, dass wir im Humboldt-Jahr noch sozusagen
sozusagen die Haupteröffnung haben und dann geht sukzessive weiter. Und das andere, was Sie ansprechen, eben den Umgang mit den kolonialen Gütern, ich finde es eben wichtig, wenn wir bis März oder wenn es Mai ist, aber wenn wir eine gut durchdachte, auf einem breiten Konsens beruhende Handlungsrichtlinie des Umgangs haben, wie wir es mit der NS-Raubkunst auch haben, ist es, glaube ich, ganz essentiell. Es wird nicht so sein, dass man sozusagen in 10 Monaten diese Hunderttausenden von Objekten, nicht nur im Berliner Ethnologischen Museum, sondern es gibt etliche in Deutschland, es sind ja unfassbar große Bestände, das wird eine langfristige Aufgabe sein. Und ich sehe genau da eigentlich die riesige Chance. Ich finde, und ich freue mich ein Stück weit darüber, das macht aus dem Humboldt-Turm, wir haben immer gesagt, ja, der Ort der Weltkulturen, da wird debattiert, die Kulturen tauschen sich aus, aber es war immer so, ja, über was und wie, das waren so Weltbeglückungsfloskeln irgendwie. Aber jetzt haben wir echt ein Thema, miteinander umzugehen, uns auseinanderzusetzen, gemeinsam die Vergangenheit aufzuarbeiten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Mit Rückgaben, klar, das ist ein Aspekt, nicht nur, auch eben Zusammenarbeit, Capacity Building vor Ort. Es ist ein breites Feld, was sich hier auftut. Auch die Agentur, die ja jetzt vom Auswärtigen Amt gegründet werden soll, die diese Arbeit unterstützen soll, Ausstellungsarbeit, Strukturunterstützung in diesen Museen in der dritten Welt, in Afrika, in Ozeanien. Da tut sich ein riesiges Feld auf. Das heißt, und das Humboldt-Forum kann wirklich Katalysator werden. Das wird dort der Ort sein, um diese Diskussion zu führen. Ganz bestimmt. Und ich habe vorhin zu Herrn Zimmermann so zugeflüstert, ich meine, vielleicht werden wir sogar vor den Franzosen die ersten Objekte zurückgeben, beziehungsweise wir haben sogar schon. Ja, schön, die Stiftung hat im Frühjahr schon die ersten Objekte eben nach Alaska zurückgegeben. Also, das wird ein Thema sein und ich bin wirklich froh, dass die Politik sich dessen so annimmt und Grundlagen legen wird, gemeinsam mit uns und wir auf dieser Basis dann arbeiten können. Aber das ist nicht so, wo man dann sozusagen an einer Liste von abhaken, das muss zurück, das bleibt hier. Es ist ein Prozess, es ist ein Dialog, es ist eine Auseinandersetzung, aber da sehe ich die riesige Chance für das Humboldt-Forum und für uns als Kulturnation. Herr Professor Hegert, ist die Strahlkraft des Humboldt-Forums für Sie hilfreich in dieser Diskussion? Es kam so ein bisschen die Kritik auch, dass die Kultur natürlich nicht in Berlin enden darf. Hilft das, wenn man so einen Bau hat wie das Humboldt-Forum, wo solche Diskussionen dann vielleicht erstmal stattfinden und ausgetragen wird, oder ist es, lenkt es zu sehr ab, so ein Leuchtturm? Nein, ich glaube nicht, dass das ablenkt. Ganz im Gegenteil, das Humboldt-Forum ist ja in der Debatte um den Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten wirklich auch ein Katalysator gewesen. Das ist ja eine Debatte, die im wissenschaftlichen oder im akademischen Raum schon seit Jahrzehnten geführt wird. Und Senator Broster hat ja auch angesprochen, dass auf Landesebene oder auf Länderebene schon seit längerem darüber nachgedacht wird, wie man konkret damit umgehen kann. Insofern ist die Debatte, die sich jetzt vielleicht auch am Humboldt-Forum auch durch einzelne Personen entzündet hat, sicher eine, die jetzt an einem bestimmten Punkt angekommen ist, aber die keine ganz neue ist. Wenn es dazu dient, sozusagen dem Prozess der Dekolonisierung zu helfen, also wenn es dazu dient, dass wir über unsere Sammlungsgeschichten nachdenken, dass wir darüber nachdenken, was Objekte aus kolonialen Kontexten mit unserer Geistes- und Wissenschaftsgeschichte gemacht haben, inwieweit wir heute unser Selbstverständnis, auch unser kulturelles Selbstverständnis, auch dadurch beziehen, dass Objekte aus kolonialen Kontexten hier in deutschen Sammlungen gewesen sind, dann ist das ja ein wichtiger Prozess auch für unsere Selbstvergewisserung und für eine Kulturnation wie Deutschland, die ja auch international eine Verantwortung hat, ein enorm wichtiger Prozess, denn die Erwartungshaltung in den Herkunftsgesellschaften hat sich ja auch verändert in den letzten Jahrzehnten. Man darf auch nicht vergessen, dass dort heute ein ganz anderes Bewusstsein vom eigenen Kulturerbe besteht, auch von den Anforderungen, die sich aus der Souveränität über das eigene Kulturerbe ergibt. Und dem muss man sich entgegenstellen, konstruktiv, darauf muss man eine Antwort finden. Und insofern sehe ich da gar keine Gefahr oder auch nicht die Gefahr, dass es sich auf Leuchttürme konzentriert. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das Inspiration ist, wenn gut mit diesen Themen umgegangen wird am Humboldt-Forum. Und ich bin mir sicher, dass das geschieht, dann ist das eine Inspiration und auch ein Vorbild für die vielen anderen Institutionen in Deutschland, auch die kleinen und die mittelgroßen, die mit genau denselben Herausforderungen zu tun haben. Frau Völkers, weil Sie so schmunzeln zu dieser Antwort, wie vielleicht so aus Ihrem inneren Blick und als sehr Erfahrene auch aus diesen Strukturen, geben Sie uns Einblicke, wie gut sind wir da in den Strukturen und wie gut ist bis aktuell der Dialog und die Debatte in diesen Strukturen? Ist die Offenheit da und die Bereitschaft da, das auch
frei und offen zu führen, diesen Diskurs. Den Kolonialismusdiskurs meinen Sie jetzt? Ja, ich bin sehr einverstanden mit meinem Kollegen. Ich hatte nur geschmunzelt, weil wir haben das genutzt, die Ausstrahlung des Humboldt-Forums, insofern, dass wir uns drei Häuser ausgesucht haben, Stuttgart, Hamburg und Leipzig, ziemlich große ethnologische Museen, fast in gleicher Größe, und jedem Haus 1 Million zukommen haben lassen, weil sie alle ihre Afrika-Abteilung geschlossen haben und sich überlegen müssen, wie sie eigentlich das neu aufbauen, neu gestalten, wie sie sich resetten irgendwo in dem Zusammenhang. Und das passiert oder kann von unserem Stiftungsrat relativ leicht auch angenommen werden, weil es die Diskussion natürlich um das Humboldt-Forum gibt und jeder froh ist, wenn man sagt, jetzt mal nicht Berlin, sondern lass mal diese kleinen Häuser vorangehen, die sind möglicherweise schneller und flexibler und können auch Ergebnisse mindestens so schnell oder schneller zeigen wie in so einem großen Apparat wie jetzt das Humboldt-Forum. Ansonsten finde ich es sehr interessant, wie Städte wie Berlin, Herr Lederer hat ein großes Projekt, wo wir auch mit dabei sind, das zu entwickeln, wie kann eine Stadt zu verstehen geben und zeigen, dass es an diesen Themen arbeitet, in unterschiedlichen Aspekten, also mit den Aktivisten, mit den kleinen Museen in den Bezirken, mit dem großen Stadtmuseum, die sitzen zusammen, das ist das erste Mal, dass von Anfang an die Aktivisten, die schon seit Jahren für diese Dinge kämpfen und arbeiten, gemeinsam ein Programm für die Stadt entwickeln, und wir machen das, also wir versuchen es mit denen zusammen zu bauen und auch co-zufinanzieren, und meine Hoffnung ist, dass andere Städte, also Hamburg ist schon dabei, könnte vielleicht noch ein bisschen, also da, nein, ich meine so von der Finanzierung her. Tauschen Sie sich gern aus. Wir sind immer im guten Gespräch. Also es wäre interessant, wenn andere Städte sagen, aha, so könnte das gehen. Wir haben eine große Karte, die man vielleicht bundesweit digital machen könnte, wo sich die Städte eintragen und zeigen, was sie in dem Bereich machen. Also da ist eine Bewegung und die wird genährt in kleinen Schritten deutschlandweit. Also ich glaube, der Dialog ist gut, aber es muss was passieren. Es müssen für dieses ganze Thema Rückgabe, ja, da müssen mehr Stellen hin. Also das ist, glaube ich, einfach nicht ausreichend. Zumindest. Und es ist ja nicht nur dieses Thema, Herr Zimmermann. Wie dynamisch ist denn dieser dynamische Kulturprozess? Reicht Ihnen die Geschwindigkeit? Ich höre so ein bisschen Kritik, es geht noch nicht schnell genug. Es geht mir besonders nicht nur um die Frage Rückgabe von Werken, Artefakten, weil das ist ein Teil, das ist auch ein wichtiger Teil, ist gar keine Frage, aber es geht ja eigentlich um die Frage, wie wir koloniale Strukturen überwinden. Und diese kolonialen Strukturen, die gibt es natürlich auch heute noch. Also wir gehen als Deutschland, als Europa, gehen wir in einer bestimmten Art und Weise zum Beispiel mit Afrika um. Auch wirtschaftlich gehen wir in einer bestimmten Art und Weise mit Afrika um. Also wenn wir das ernst meinen und wirklich sagen, wir wollen also eine Kolonialismusdebatte führen, dann ist die nicht damit quasi zu führen, indem wir also nur die Frage beantworten, welche Werke müssen wann an wen zurückgegeben werden, sondern das ist eine viel weiter, viel größere, viel politischere Debatte. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die eben auch in diesem Sinne aufnehmen. Und mir ist nochmal klar geworden, wir haben jetzt vor einigen Jahren als Deutscher Kulturrat uns angefangen, sehr stark zum Beispiel mit internationalem Handelsrecht zu beschäftigen, was das bedeutet. Wir haben uns mit TTIP auseinandergesetzt, also mit Fragen, was bedeutet denn ein Freihandelsabkommen, was Europa mit den Vereinigten Staaten von Amerika abschließt, was bedeutet das denn für Afrika? Und ist das nicht kolonial, was wir dort machen? Ist das nicht purer Kolonialismus, wenn wir das so abschließen? Und das sind, finde ich, die Fragen, die dann als nächster Punkt, finde ich, viel interessanter sind oder zumindest die auch beantwortet werden müssen. Und im Moment haben wir so ein Rückziehen zu sagen, also wenn ihr das geklärt bekommt mit den Kunstwerken, dann haben wir quasi eine Art von Absolution, dann ist das okay, dann ist der Kolonialismus quasi hinter uns gelassen. Das glaube ich nicht, sondern wir haben eine viel größere Aufgabe zu erfüllen. Herr Patzinger, teilen Sie diese Meinung, dass diese aktuelle Diskussion nicht weit genug geht? Unbedingt, also ich bin um diesen Beitrag froh, denn wenn es tatsächlich so ist, dass wir nur über die Kulturgüter in Museen reden und nichts weiter, dann haben wir diesen Diskurs vergeigt, das muss ich ganz klar so sagen. Es muss schon um mehr gehen.
Und wenn es diesen Weg geht, die Debatte, dann haben die Museen auch wirklich mit ihren Kulturgütern und an den Problemen, die damit zusammenhängen, wirklich auch eine breite gesellschaftliche Debatte in Gang gesetzt. Und so muss es eigentlich sein. Kultureinrichtungen verstehen sich ja als Teil der Gesellschaft, wollten in die Gesellschaft auch hineinwirken, nicht nur durch Vermittlung von Wissen, sondern auch im Anstoßen von Debatten. Debatten, die uns mit aller Schärfe auch ins Gesicht wieder zurückblasen, aber sie sehen schon eine große Chance darin, genau diesen Weg zu gehen. Das muss es sein. Die Dekolonisierung kann sich nicht auf Sammlungen begrenzen. Das muss unser ganzes Denken auch fragen, an welchen Parametern orientieren wir unsere Entwicklungshilfepolitik und Migrationsursachen. Wir kennen die ganzen Dinge ja, aber es ist schon etwas, Frankreich ist ein Land, das ja noch Kolonien hat im Übrigen. Ne? Mhm. Also es gibt europäische Staaten noch, also da gibt es eine Menge zu tun, da gibt es eine Menge zu dekolonisieren. Aber es ist auch bezeichnend, dass wir jetzt die ganze Zeit schon über koloniale Kontexte sprechen, das heißt die Aktualitätsbezogenheit der Kulturdebatte. Naja, vielleicht kann es auch ein Beispiel dafür sein, dass viel auszufechten ist, dass die Themen vielfältig sind und dass sie möglicherweise halt dann nicht in der Art und Weise skalieren, wie man sich das wünschen würde, Herr Professor Hilgert. Wie kann es denn funktionieren, dass eine Debatte, die vielleicht dann auch in bestimmten Bereichen geführt wird, so breit in der Zivilgesellschaft geführt wird, dass sie dann auch einen stärkeren politischen Einschlag hat? Ne? Wie kann es funktionieren? Wir wollen ja mehr über das Wie sprechen hier oben. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man die Zivilgesellschaft einbezieht in diese Prozesse. Und zwar Zivilgesellschaft in den unterschiedlichen Formen, in denen uns die Zivilgesellschaft gegenübertritt. Das ist der Kulturrat, das sind die Verbände, die im Kulturrat organisiert sind. Das sind aber auch zum Beispiel die Vertreterinnen und Vertreter der Diaspora-Communities, die in Deutschland leben. Also wenn wir über Objekte aus kolonialen Kontexten sprechen. Das sind aber auch diejenigen Personen, wenn wir das Thema etwas weiten und nicht nur über Objekte aus kolonialen Kontexten sprechen, sondern über die Frage des Kulturerhalts oder der Kulturpflege. Das sind eben auch die Menschen, die vor Ort lokal, teilweise in Vereinen organisiert, teilweise in losen Interessengruppen organisiert, dafür sorgen, dass kulturelles Leben vor Ort noch bestehen kann. Das sind auch die Männergesangvereine zum Beispiel, die für Kulturgüter sorgen, die städtische Museen pflegen in ehrenamtlicher Arbeit. Ich glaube, dass man diesen Menschen Wertschätzung entgegenbringen muss und dass man dafür sorgen muss, dass ihnen die Kapazitäten und Infrastrukturen gewährt werden, die sie brauchen, um nicht abgehängt zu werden. Also die ihnen ermöglichen, auch in einer digitalisierten Gesellschaft eine Präsenz zu haben. Denn Olaf Zimmermann, Sie haben, Herr Broster, Sie, Herr Dr. Wienanz, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation angesprochen. Es geht eben nicht nur um die Digitalisierung von Kulturgütern, sondern es geht um die digitale Transformation des Kulturbereichs und der Kulturinstitutionen, damit sie in den digitalen Debattenräumen wirklich auch eine Stimme haben und gehört werden. Und das setzt sehr viel auch an Reorganisation innerhalb der Institutionen voraus. Das setzt Know-how voraus, das geteilt wird. Und ich glaube, dass da die Vielfalt der Länder und der Verfasstheit der Kulturpolitik in 16 Ländern wirklich eine große Chance ist, weil man gerade am Thema Digitalisierung zum Beispiel zeigen kann, dass es in allen Ländern entsprechende Programme und Initiativen gibt. Man macht sich Gedanken, man hat Erfahrungen, die man austauschen könnte. Und man hat möglicherweise Modelle erarbeitet, die weiter genutzt werden können. Ich denke da an Museum 4.0, das nun auf Bundesseite existiert und von Bundesseite finanziert wird. Aber es gibt entsprechende Programme auch in den Ländern. Und darin sehe ich eine große Chance auch des Kulturföderalismus. Man hört ja oft auch im Ausland, es ist so enorm kompliziert bei euch. 16 Kulturminister, 16 Denkmalschutzgesetze, 16 Hochschulgesetze. Man hört aber auch noch was anderes im Ausland, Großbritannien, in Frankreich. Wie toll ist, dass das bei euch die Kulturpolitik so stark lokal verankert ist, so stark dezentralisiert ist. Wir würden das gerne machen. Ich habe das am Wochenende in Großbritannien gehört. Wir würden das gerne machen, weil wir wissen, dass wir sonst keine nachhaltige Kulturpolitik schaffen können. Wie macht ihr das nur? Also ich glaube, weniger lamentieren, sondern das wirklich auch als Chance sehen, weil in der Vielfalt der Erfahrungen und in der Vielfalt des Wissens eben auch die Vielfalt der Lösungsansätze liegt. Frau Völkers, wie optimistisch sind Sie denn bezüglich dieser Chancen gerade? Wir erleben gerade sehr beschleunigte Zeiten, wo möglicherweise wir gar nicht mehr die Zeit haben, großartig Strukturdebatten zu führen, sondern es wirklich ums Tun geht. Sind Sie dennoch optimistisch, dass wir das hinkriegen in der ganzen Dynamik oder eher skeptisch? Diese großen Themen zu beackern, die Digitalisierung, demografischer Wandel etc. Da haben Sie mir ja eine tolle Frage gestellt. Also wir können auch erstmal alle eine Runde atmen.
was sollen wir machen? Wir müssen weitermachen. Also was mich sehr skeptisch macht oder bedenklich macht, ist, dass die Agilität und die Flexibilität, die wir brauchen in der Zusammenarbeit, die man bei Startups und bei alle, die schon länger mit dem Digitalen zu tun haben, die haben wir nicht in unseren Institutionen. Die sitzen da nebeneinander, jeder hat sein Ressort, das ist bei den Ministerien so, Zusammenarbeit, No-Go, oh, das geht überhaupt nicht. Innerhalb unserer Kulturinstitutionen ist eine Zusammenarbeit unter den Kuratoren, Mitarbeitern nicht dran zu denken, also ich übertreibe das jetzt, natürlich gibt es das immer mal wieder, aber im Prinzip ist da nicht die Haltung des aus seinen Kammern rausgehen und sich zusammentun für bestimmte Projekte und wieder auseinandergehen. Also diese Form von Agilität, die wir brauchen und Hierarchielosigkeit, in der wir operieren werden müssen, die scheint noch nicht so richtig angekommen zu sein, dass das gefragt wird. Und das macht mich skeptisch. Wir versuchen, ich merke es an unseren Projekten, auch wenn wir viel Geld in eine Institution geben, damit sie sich verändern und sie 5, 6 Jahre begleiten, das ist schon eine mühsame Angelegenheit, weil die so lange brauchen. Und diese Institutionen sind wunderbar. Wir wollen sie nicht verlieren. Aber es ist schon unsere Kultur unglaublich elitäre Angelegenheit. Damit werden wir nicht durchkommen in der Zukunft. Herr Zimmermann. Ja. Naja, ich würde jetzt mal ein bisschen vermessen vielleicht sagen, wenn wir, das, damit meine ich jetzt nicht uns hier oben auf dem Podium, sondern wir, der gesamte Kulturbereich, diese Fragen nicht anpacken kann und vielleicht Lösungsvorschläge machen soll, also wenn es nicht die Künstlerinnen und Künstler, wenn es nicht die Kultureinrichtungen, wenn es nicht das ganze Bereich, der also eben kreativ ist, der auch mal ein bisschen über die Stränge denken darf, wenn der das nicht in Bewegung bekommt, wer soll es denn sonst in Bewegung bekommen? Also ich glaube, da sind wir schon die Einzigen, die das letztendlich machen kann. Ich glaube, dass Hortensia Völkers recht hat. Das verlangt, dass dafür natürlich auch Strukturen da sind. Das ist, finde ich, die Hauptaufgabe des Staates. Ja, also das heißt, die Bedingungen zu schaffen, damit das möglich ist, damit dieses Denken möglich ist, damit auch diese Freiheit letztendlich möglich ist. Und das bedeutet auch, dass Staat sich zumindest primär auf diese zur Verfügung stellen guter Rahmenbedingungen zu konzentrieren hat und dann erst sekundär sich dann selbst vielleicht dann große Gedanken machen soll, sondern er soll letztendlich die Möglichkeiten für den Kulturbereich schaffen, damit der sich dann auch Gedanken machen kann. Und dann, glaube ich, wird das auch was. Bevor wir gleich zu einer Runde kommen, was man genau diesbezüglich sich wünschen würde in der jeweiligen Position, um es noch zu verbessern, in der Annahme, dass Bund und Länder das Beste kulturpolitisch in dieser Dynamik wollen, muss ich doch aufgreifen die steile Vorlage von Herrn Broster direkt an Sie, Herr Zimmermann. Sie seien neurotisch. Ja. Doch, hat er ich habe es journalistisch zugespitzt. Sie seien fast schon neurotisch in Ihrem Begehr nach einem Bundeskulturministerium. Wie ernst ist es denn bei Ihnen? Also erstmal glaube ich, dass Carsten Broster sich versprochen hat. Er wollte nicht sagen neurotisch, sondern nervig. Und dann hat er auch recht in diesem Bereich, weil ich glaube, und das sehen wir auch, wenn wir die letzten 20 Jahre Kulturpolitik rückwirkend betrachten, dass nur etwas erreicht werden kann, wenn die Leute auch wirklich nerven, weil Politik sich nämlich nicht von selber bewegt. Das heißt, man muss von außen permanent nerven. Das ist eben so. Politik bewegt sich nur ganz langsam und nur in ihren eigenen Bahnen. Und das ist eben auch eine der zentralen Aufgaben von Zivilgesellschaft. Und dann ist die Zivilgesellschaft nervig und wenn man glaubt, sie kann sie auch neurotisch sein. Aber der, finde ich, entscheidende Punkt ist, brauchen wir ein Bundeskulturministerium? Und da glaube ich, ja, wir brauchen ein Bundeskulturministerium. Und da haben beide Herren, glaube ich, Unrecht, dass sie nämlich einfach davon ausgehen, ist doch so schön, wir haben uns da so schön eingerichtet, doch jetzt auch im Kanzleramt, ne, mittlerweile mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kanzleramt, einem Etat von 1,9 Milliarden Euro, einer ganzen Rattenschwanz von nachgeordneten
Behörden. Also alleine das, finde ich, ist schon schwierig, das im Kanzleramt letztendlich zu machen. Aber es wird ja vergessen, dass wir im Kulturbereich ganz viele andere Sachen haben, die zum Kulturbereich dazugehören, die nicht in diesem BKM sind. Da reden alle darüber, dass das Äußere und das Innere in der Kulturpolitik doch näher zusammengebracht werden soll. Aber in dieser Legislaturperiode ist es nicht zusammengebracht worden, sondern wir haben eben auch noch eine Staatsministerin für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik bekommen, die sitzt jetzt im Auswärtigen Amt. Und dann sagen wir, es ist ganz wichtig, dass das Thema Digitalisierung und Kultur zusammengedacht wird. Aber was hat man gemacht? Man hat es nicht zusammengedacht, sondern man hat auch noch eine Staatsministerin ins Kanzleramt genommen, die jetzt für die Digitalisierung zuständig ist. Da haben wir jetzt schon drei, die sich also originär mit Kulturfragen beschäftigen. Dann will ich jetzt mal gar nicht vergessen, kulturelle Bildung im Bundesbildungsministerium, Kulturwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Der wichtige Bereich Computerspiele, Computerspielförderung. Wissen Sie, wo der ist? Im Verkehrsministerium. Ja? So. Und wissen Sie, man könnte eine ganze Reihe von Sachen sagen. Und ich glaube einfach, wenn wir alles das zusammennehmen würden, dann hat Carsten Broß da nämlich Unrecht. Dann ist es nämlich ein großes Ministerium, es ist ein wichtiges Ministerium und es wäre ein Ministerium, wo es auch noch dynamischen Wachstumspotenzial geben wird. Herr Zimmermann, lassen Sie mich an dieser Stelle Sie etwas in Ihrer Werf ausbremsen. Und das, die schlechte Nachricht hier oben vom Podium an Sie beide ist, ich bin mir ziemlich sicher, er wird in dieser Frage Sie weiter nerven. Für den Moment setzen wir einen kleinen Punkt und es geht sicherlich bilateral dann danach weiter. Der Wunsch ist angekommen. Ich möchte jetzt die Runde hier nochmal öffnen und Sie bitten, jeweils aus Ihrer Position einen Wunsch zu äußern in der Annahme, wie können Bund und Länder noch besser kooperieren, um die großen Herausforderungen der nächsten Jahre zu bewältigen. Im besten Fall, dass wir irgendwann mal in 5 Jahren sagen konnten, diese Veranstaltung heute war ein echter Wendepunkt, hat eine neue Dynamik in die Debatte gebracht und gut, dass Herr Zimmermann dieses tolle Buch herausgegeben hat und uns alle noch mal aufgerüttelt haben, dass wir nicht nur wach geküsst sind, sondern jetzt überlasse ich alles weitere Ihrer Fantasie. Herr Professor Hegert, Ihr Wunsch in dieser Frage, was würden Sie sich wünschen, damit es noch besser klappt, diese Kooperation? Also zunächst würde ich mir wünschen, dass wir die großen Themen, die großen Fragen, die wir auch heute Abend angesprochen haben, dass wir dafür gute praktische Lösungen finden, und zwar welche, die nachhaltig sind, die klug sind und die alle Interessengruppen mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Herausforderung. Und ich denke ungern von Strukturen her, sondern ich denke gerne von Herausforderungen her und von den Möglichkeiten, die es geben muss oder von den Wegen, um solche Herausforderungen zu lösen. Insofern wäre es mir ganz enorm wichtig, dass wir gemeinsam, und die Instrumente dafür gibt es jetzt schon, ich sehe, anders als Olaf Zimmermann, dem ich ungern widerspreche, kein institutionelles Vakuum, sondern ich glaube, wir haben die Instrumente, wir haben auch die Steuerungsmöglichkeiten, wir haben die Kompetenzen. Was ich mir wünschen würde, ist weniger ein Bundeskulturministerium, sondern ich würde mir wünschen, dass tatsächlich in den anderen Ministerien die Kulturabteilungen oder die Kulturreferate stärker besetzt würden, weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen in den unterschiedlichsten Ministerien Leute, die verstehen, dass Kultur eben auch in anderen Politikbereichen und für das Politikmachen notwendig ist. Und da wünsche ich mir eine stärkere auch Infrastruktur für die Kultur. Frau Völkers, vielen Dank. Ich würde mir wünschen, dass in der Zukunft bei den großen Themen wie Diversität, Kolonialismus, kulturelle Bildung, die Parteien, die für die Freiheit der Kunst sind, uns schützen. Weil wir werden angegriffen mit diesen Parteien sehr ernsthaft und wir wissen nicht, wie das in den nächsten Monaten und Jahren sich entwickelt. Und auszuhalten, dass die Kunst- und die Kulturförderung autonom ist und frei ist, das heißt, auch Dinge passieren, die nicht immer bequem sind, dass wir da belassen werden, in dieser Freiheit zu operieren und in dieser Autonomie, das ist etwas, was ich seit vielen Jahrzehnten genieße. Ich kenne fast nichts anderes. Es ist einmalig in Deutschland, also auf der Welt, finde ich. Ich komme aus einem Land, Argentinien, wo das nicht immer der Fall war. Insofern ist das für mich
ein unglaublich wichtiger Wert, und ich möchte nicht, dass das in Gefahr kommt. Und insofern hoffe ich, dass bis jetzt ist das gut gegangen. Bei schwierigen Themen ist im Bundestag, im Plenum sind immer Abgeordnete eingesprungen, die gesagt haben, das ist wichtig und das soll auch so bleiben. Herr Patzinger, Ihre Wünsche für die nächsten Jahre? Nun, für mich ist besonders wichtig, dass jetzt als Vertreter einer öffentlich-rechtlichen Kultureinrichtung, dass natürlich gewisse solchen Einrichtungen sind, gewisse Fesseln angelegt, dass man gemeinsam überlegt, inwieweit man sie flexibler gestalten kann, Anreizsysteme schaffen, wie es an Universitäten zum Beispiel gibt. Da ist, glaube ich, eine Menge zu tun. Flexibilität auch zwischen Daueraufgaben und Dingen, wo man einfach mehr sich neuen Themen stärker zuwenden kann. Da ist, glaube ich, schon, man kann die Struktur, die Verfasstheit solcher Institutionen nicht komplett auf den Kopf stellen. Aber ich glaube, man kann schon die Dinge ein bisschen weiterentwickeln, flexibler machen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und das andere ist, und das ist wiederum für uns sehr entscheidend, ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Anhänger vom Bundeskulturministerium, aber was Sie dargestellt haben, zeigt natürlich, da ist schon eine gewisse Flurbereinigung vielleicht nötig einerseits, aber andererseits ist doch großartig, dass an so vielen Stellen Kultur eine immer wichtigere Rolle spielt. Ich möchte mir keine auswärtige Kulturpolitik ohne Kultur vorstellen müssen, und die Gefahr besteht natürlich, wenn sie in einem Bundesministerium zusammengefasst wird und. Aber ich glaube, für uns jetzt wieder für SBK, eine Kultureinrichtung sprechend, ist ganz entscheidend, dass die Akteure, die Sie benannt haben, und wie wir es jetzt auch mit den Ländern, dass wir wirklich Mechanismen finden, wo ein optimales Zusammenwirken jenseits der Parteiengrenzen, jeweils der Probleme, die es immer zwischen Ministerien gibt, aber dass wirklich ein optimales Zusammenwirken gewährleistet wird, damit wir uns optimal entwickeln können. Wir sind durch die Komplexheit in einem föderalen Land und so weiter, wir sind irgendwie immer ein bisschen langsamer, es dauert ein bisschen länger, aber es ist am Ende dann eigentlich immer ganz gut. Und wenn wir das noch verbessern können, das, glaube ich, würde ich mir wünschen. Wunderbar, vielen Dank, Herr Zimmermann. Was als Vertreter der Zivilgesellschaft Ihre Wünsche? Also zwei Themen hätte ich. Das eine würde ich gerne nochmal verstärken bei dem, auch was Hortensia Völkers schon gesagt hat. Ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, es gibt massive Bedrängungen von besonders kleineren Kultureinrichtungen auf dem Land durch Rechte. Das merkt man hier in Berlin nicht so stark, aber draußen ist das eine wirklich ganz massive Bedrängung. Ich finde, dass Hamburg, und das finde ich auch wirklich überaus positiv, Carsten Poster es geschafft hat, dass der Hamburger Senat quasi die vielen unterstützt, also das heißt also auch sich dahinter stellt. Das wünsche ich mir auch vom Bund. Ja, ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal zu sagen, hier gibt es eine Bedrängung, wir werden das aber nicht zulassen, auch als Bundesregierung, dass dort Kultur in Gefahr kommt. Das wäre mein einer Punkt. Und der zweite Punkt, die Stärkung, die wir im Moment haben auf der Bundesebene wie auf der Landesebene für Kulturpolitik, glaube ich, die ist positiv. Die hat eine enorme Chance. Ich kann mich noch erinnern, das ist, glaube ich, jetzt 5 Jahre her, da hat ein Bundesland, Baden-Württemberg, versucht, über ein Artikelgesetz die Künstlersozialkasse abzuschaffen. Da haben die Politiker, also die Landespolitiker, nicht einen einzigen Kulturminister gefragt damals, sondern die sind genauso davon überrascht worden, wie wir überrascht worden ist. Wir konnten das verhindern, aber eigentlich ist das die Aufgabe der Landeskulturpolitiker, das zu verhindern, und ich hoffe, dass in der Zukunft durch jetzt die Stärke der Kulturministerkonferenz so etwas auch nicht mehr möglich sein wird. Vielen Dank. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und auch dem Hinweis, dass es noch die Möglichkeit gibt zum Austausch, der Saal ist noch geöffnet, man ist noch da, kann Sie noch ansprechen für ein bilaterales Gespräch, möchte ich gerne an der Stelle nochmal das Dornröschen-Motiv aufgreifen, hier auf dem Buchtitel von Herrn Zimmermann als Herausgeber, das dort vorne auch käuflich zu erwerben ist, 500 Seiten stark, vollgepackt mit viel Information, aber es lohnt sich, da mehr als nur einen Blick hineinzuwerfen. Und lassen Sie mich erwähnen, kurz bevor der viel erwähnte Prinz sich ja aufmachte zu Dornröschen, sagte er, ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen suchen. Das heißt, mit Herz und Hirn lässt sich doch so manch große Aufgabe bewältigen. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken bei diesem wunderbaren Podium, mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen noch einen wunderbaren schönen Abend wünschen. Vielen Dank. Applaus